Schweden, August 1998. Der vierjährige Kevin H. wird tot an einem See gefunden. Haben die Kinder gestanden, Kevin getötet zu haben? Ja, das haben sie so gesagt. Die Brüder Robin und Christian sollen den Mord an ihrem Spielkameraden Kevin gestanden haben. Nach insgesamt über 30 Vernehmungen in mehr als 2 Monaten. Sie sind 5 und 7. In dem Alter fantasieren Kinder viel. Es ist schwer, einem 5-Jährigen zu glauben. Als sie über den Ablauf sprachen, waren sie ganz sicher. Aber die Ermittelnden sind sich nicht einig, ob das Geständnis tatsächlich belastbar ist. Ich fragte, kann er nicht sagen, was passiert ist, damit wir den Zusammenhang erkennen können? Wir erhielten keine zusammenhängende Aussage. Ich möchte das nicht als Geständnis bezeichnen. Aber wenn es so ist, wie wir immer geglaubt haben, sie haben so viel Chaos verursacht. Ich bin Dan Josefsson, Dokumentarfilmer aus Schweden. Mein Team und ich recherchieren in diesem Fall. Wir sprechen mit den beiden Brüdern. Könnten Sie den Text vorlesen? Mal schauen. Mein Name ist Robin Dahlin. Ich habe etwas erlebt, eine Erfahrung, die die meisten nicht kennen. Ich wurde für den Mord an Kevin H. von der Öffentlichkeit abgestempelt. Mein ganzes Leben lang frage ich mich, was wirklich passiert ist. Man hat mich Kindermörder genannt. Meine Familie hat immer geschwiegen. Wir sollten weiterleben, als wäre nichts geschehen, unvergessen. Aber das kann ich nicht. Eines Tages rief uns Dan Josefsson an. Er möchte herausfinden, was 1998 in Arvika tatsächlich geschehen ist. Endlich ein Versuch, alles aufzuklären. Das ist von meinem Computer. Es kommt immer wieder hoch. Warum wir? Ich möchte mit dem Finger schnipsen und aufwachen. Alles nur ein Traum. Um das Ermittlungsverfahren zu verstehen, brauchen wir die Akten. Ohne Gerichtsverfahren sind diese nicht öffentlich zugänglich. Alles, was über die Ermittlung bekannt ist, stammt im Grunde von einer Person. Ermittlungsleiter Rolf Sandberg. Er stellt schon früh die Theorie auf, Kevin sei von anderen Kindern getötet worden. Nach einer Woche beschloss ich, die Kinderspur weiter zu verfolgen. Ich wollte es zwar nicht glauben, aber meine Intuition und mein Gefühl sagten mir das Gegenteil. Der Herr stimmt also nicht.
Es ist selten, dass Kinder Kinder töten. Anfangs glaubten nicht viele daran, auch in meinem Team nicht. Aber die Entscheidung lag bei mir. Anders hätte es diese Spur vielleicht nie gegeben. Von Anfang an spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich hatte so ein Gefühl. Nach 2, 3 Vernehmungen war ich mir sicherer. Ganz sicher war ich mir erst, als die kleinen Jungs Details nannten, die nur jemand kennen konnte, der dabei gewesen war. Ich habe nur ein verschwommenes Bild. Was heißt gestanden? Die Vernehmungsprotokolle wären interessant. Vielleicht wird es dann klarer. Uns werden von internen Quellen Ermittlungsakten überlassen. Tausende von Seiten. Hauptsächlich Vernehmungsprotokolle. Und fast alle Befragungen von Robin und Christian auf Video. Als wir die Videos sichten, wird uns klar, wie klein die Jungs damals sind. Robin ist 5. Er kann kaum stillsitzen. Um zu verstehen, was bei den Befragungen passiert ist, müssen wir herausfinden, warum die Kinder in den Fokus der Polizei geraten sind. Die Polizei befragte die ganze Siedlung. Wir setzten uns mit den Kindern ins Wohnzimmer. Sie erzählen der Polizei damals, Freunde seien zum Abendessen da gewesen. Danach hätten Christian, Robin und die Kinder der anderen Familie draußen gespielt. Wir Erwachsenen hatten in der Küche gesessen und sie beobachtet. Es war ein ganz normaler Sonntag. Wir wollten später angeln gehen, wenn es kühler war. Die Polizei in Arvika setzt ihre Suche fort. Sie hat hunderte Menschen befragt und Hinweise gesichert. Die Befragungen der Polizei dauern eine Woche. Es gibt Hinweise auf eine Gruppe 13-Jähriger, die zum Zeitpunkt von Kevins Tod in der Nähe sind. Die Polizei sucht im Nachbarort Dottevik nach Zeugen. Sechs Tage nach dem Mord fährt Weine, Eva und die Kinder zur Polizei. Am Samstag waren wir bei den Schwiegereltern. Eva fiel eine Bemerkung der Kinder auf. Da sagte ich, wir fahren hin. K
Christian will gesehen haben, wie ältere Kinder am Sonntagnachmittag mit Kevin gesprochen hatten. Solche Informationen sucht die Polizei. Deshalb gingen wir zur Polizei. Er hatte etwas gesehen? Ja, ein paar ältere Jungs. Das wollte er der Polizei erzählen. Während der Fahrt sagt der 5-jährige Robin, auch er habe etwas zu erzählen. Er behauptet, gesehen zu haben, wie sein bester Freund ermordet wurde. Davon hört die Familie zum ersten Mal. Also wird Robin befragt. Wer war das, der junge Kevin? Om du har berättat det här, va? Vem lyssnar inte? Ja, du säger då, men vem var han där, va? Du säger att du mördar Kevin, säger du? Robin sagt mehrmals, dass er nicht weiß, wer Kevin ermordet hat. Doch am Ende konstruiert die Polizei eine Geschichte. Hur gör du då när du mördar Kevin? Kan du förklara det för mig? Jag förstår inte. Att man inte vet. Ja, men hur? Jag vet inte. En kniv i magen. Då var det en tjej som lättade på henne. Såg jag att någon tog en kniv i magen? Die ermittelnden Polizisten wissen, dass Kevin nicht mit einem Messer getötet wurde. Er wurde erwürgt. Doch den Eltern sagen sie das nicht. Danach wird Christian befragt. Christian erzählt, seit dem Mordtag, der 6 Tage zurückliegt, wisse er, dass Robin die Tat mit angesehen hat. Robin habe ihm das erzählt. Ich hatte Angst. Es fühlte sich an, als könnte ich sie nicht beschützen. Ich brach zusammen. Konnte nicht mehr aufstehen. Mein Körper gehorchte nicht mehr. Ich brauchte Hilfe. Am Abend fährt Eva zum psychiatrischen Notdienst nach Arvika. Es geht ihr so schlecht, dass sie für eine längere Zeit dort bleiben muss. Der Polizei fehlen belastbare Spuren. Sie konzentriert sich auf den 5-jährigen Robin. Ich habe Zeitungsausschnitte aufgehoben und alles gesammelt, was mit Kevin zusammenhängt.
Maria Bodins Aufgabe ist es, sich mit Robin den Ort anzusehen, an dem Kevin gefunden wurde. Efter ni har stack ner cykler, vart gick ni då? Ner till sjön. Ska du gå före mig och visa vart ni gick? Jag går alldeles bakom mig. Aber Robin geht nicht zu der Palette, auf der Kevin gefunden wurde, sondern zu einem Steg, auf dem er oft mit seinen Freunden spielt. Robins Erzählung ändert sich. Das Messer erwähnt er nicht mehr. Ein Kind namens Robert habe Kevin vom Steg geschubst. Nein, es gab keine Hinweise darauf, dass er ins Wasser gefallen war. Aber Robin sprach von anderen Menschen am Steg. Das war glaubwürdig. Es war ja ein schöner Tag. Wenigstens erhöhte das die Chance auf weitere Zeugen. Jetzt kommen wenigstens andere Menschen ins Spiel. Die Geschichte wird immer verworrener. Jetzt vernimmt die Polizei Christian erneut. Auch der erzählt nun eine neue Version. Die Kinder hätten bereits am Tag des Mordes ihren Eltern berichtet. Das ist neu. Auch die Familie, die am Tag von Kevins Tod Weine und Eva besucht hatte, wird nun befragt. Nach dem Essen hatten die Kinder etwa eine Stunde vor dem Haus gespielt. Dann waren alle zum Angeln gefahren. In den Polizeiakten finden wir die Befragung des ältesten Sohns der befreundeten Familie. Damals 10 Jahre alt. Ob Robin während des Spielens verschwunden ist? Ob er etwas am Wasser gesehen hat? Auch die Eltern des 10-Jährigen werden vernommen. Die Mutter hatte sich um ihren Jüngsten gesorgt. Sie beobachtet ihn durch das Küchenfenster und sieht alle Kinder zusammen spielen. Der Vater sagt, Robin und Christian seien beim Angeln wie immer gewesen. Die Polizei will auch Eva vernehmen, obwohl sie in der Psychiatrie ist. Ihre Aussage hat großen Einfluss auf die weiteren Ermittlungen. Die Polizei durfte nicht lange mit mir sprechen.
Ich konnte es nicht. Eva kann sich nicht erinnern, dass Christian am Tag des Mordes etwas erzählt hatte. Die Polizei bohrt weiter. Laut Bericht beginnt Eva zu weinen und wird immer aufgeregter. Schließlich stimmt sie zu, dass Christian vielleicht etwas über Kevin gesagt hatte. Es geht um Vertrauen zu sich selbst. Habe ich etwas gehört oder nicht? Ist das passiert oder nicht? Eva glaubt bei der Befragung in der Psychiatrie verwirrt gewesen zu sein. Es dreht sich alles im Kopf. Wenn man an so vieles denken muss und ständig redet einer dazwischen. Die Polizei hat Druck ausgeübt? Ja. Dann habe ich leider zugestimmt und gedacht, vielleicht war es so. Auch Weine wird befragt. Er sagt, niemand habe am Sonntagabend Kevin erwähnt. Er beschreibt das Essen und den Angelausflug genauso wie seine Gäste. Aber er vertraue Evas Erinnerung. Wenn sie gesagt habe, dass Kevin erwähnt wurde, glaube er ihr. Eva hat das als einzige bestätigt. Die Polizei in Arvika steht kurz davor, den Mord an dem Vierjährigen aufzuklären. Kriminalkommissar Rolf Sandberg spricht von einem Durchbruch. Aber noch wurde niemand verhaftet. Die Ermittlung ist vorangekommen. Sind Sie kurz vor dem Durchbruch? Aus unserer Sicht ja. Der 5-jährige Robin ist nun der Hauptzeuge. Er soll die Ermittlerin Ingrid Harrison und seinen Vater zu dem Haus führen, von dem er behauptet, dass der Mörder dort wohne. Doch der Optimismus der Polizei ist verfrüht. Nach einigem Herumirren zeigt der 5-Jährige auf ein Haus, in dem niemand wohnt, der des Mordes verdächtigt werden kann. Hier sind Bilder von Rolf Sandberg, dem Chef, und von den Besprechungen. Das war, als wir einen Abschluss ersehnten. Die Medien machten großen Druck, wie immer bei solchen Fällen. Der Druck war groß. Die Gesellschaft forderte etwas. Viele Menschen waren beunruhigt und verängstigt. Alle wollten eine schnelle Lösung. Noch ein Tag voller Sorge, Warten, Gerüchten und Hass. Warten darauf, dass die Polizei etwas verkündet. Auf der Pressekonferenz jeden Tag die gleiche Botschaft. Viel mehr können wir nicht sagen. Sandberg sucht weitere Zeugen. Zunehmend ist er davon überzeugt, dass die Menschen von Dottewig etwas gesehen haben könnten. Die Polizei verdächtigt eine Gruppe älterer Kinder. An dem Abend, an dem Kevin starb, hatten sie vor der Schule gespielt. Besonders ein 13-Jähriger erregt das Interesse der Ermittler. Ich heiße Marius Gamsgrö. Ich war 2 Monate lang der Hauptverdächtige in dem Mordfall. Ich wurde jeden Tag verhört. Sie kamen zu mir nach Hause, durchsuchten mein Zimmer und nahmen Kleidung mit. Ihre Fragen waren von Anfang an äußerst aggressiv, sehr direkt.
Eine Zeit lang waren Marius und seine Freunde sehr interessant. Sie waren in der Nähe des Fundortes und rückten deshalb in den Fokus der Ermittlungen, da sie als mögliche Täter nicht ausgeschlossen werden konnten. Auch der beste Freund von Marius, der damals 13-jährige Matthias, wird vernommen. Es ist schwer für einen 13-Jährigen, wenn die Polizei fragt, ihr wart also auf dem Spielplatz? Um wie viel Uhr? Manchmal ruhig, erzähl von dem Tag. Aber dann, du hast dies gesagt, aber jemand hat jenes gesehen. Warum lügst du? Sie glaubten mir nicht. Ich antwortete so gut es ging, aber es half nicht. Wir hatten nicht viele Anhaltspunkte. Das änderte sich im Laufe der Ermittlung. Manchmal wollte man verzweifeln. Werden wir nie vorankommen? Ich fragte mich oft, ob wir den Fall aufklären würden und dachte, was, wenn ich es nicht schaffe? Die Polizei hofft auf Robin als Hauptzeugen. In einem Schuljahrbuch soll er den oder die Täter identifizieren. Die Polizei protokolliert, Robin habe mehrere Jungen ausgewählt. Allerdings unterscheiden sie sich stark in Alter und Aussehen. Es herrschte Frust und das Gefühl, es nicht zu schaffen. Was nun? Wir haben keine Hinweise. Wir sind alles durchgegangen. Man bereitete sich vor, es den Medien und der Gesellschaft erklären zu müssen. Nachts konnte ich kaum schlafen. Vielleicht ist es der Frust, der Sandberg dazu bringt, etwas zu tun, was einmalig in der schwedischen Kriminalgeschichte ist. Er setzt den 5-jährigen Robin unter Druck. Om du känner igen någon som heter Robert, som du såg, den du såg, som du har sagt åt oss, måste du hjälpa oss att visa vem det är, va? Då frågar jag en gång till, finns han med han som gjorde så dumma saker på kvällen? Titta noga nu, för du säger någonting, va? Han? Var det han? Ja, det är Robert. Han heter Robert. Hur vet du att han heter Robert? Jag har nog sagt det för oss. Och det är han, det är du absolut säker på att det var han. Han sa att jag inte är Robert. Sa han något mer om dig? Han sa inte att du skulle vara tyst eller något sånt? Ja. Va? Han sa, har du kiss? Är det för att jag sa det du säger eller? Sa han någonting om dig, pojken? Nej. Bislang hatte Robin gesagt, nur er hätte gesehen, wie jemand Kevin ins Wasser stieß. Doch nach Sandbergs nächster Frage ändert er seine Geschichte. Brodin, war er nicht im Wasser oder so? So war was am Ende, Brodin. Ja. Was? Ja. War er auch schon nicht im Wasser? Nein.
Plötzlich sagt Robin, dass Christian ebenfalls auf dem Steg gewesen sei. Na, du hast ihm tidigare gesagt, dass ich nicht Christian war. Nicht. War er mit oder war er nicht? Nicht. Warum sagst du, dass er war mit? Nein, nicht. Ist es jemand, der gesagt hat, dass du nicht sagen, dass Christian war mit? Rolf Sandberg vermutet, die Brüder verschweigen etwas und erhöht den Druck auf das Kind. Robin scheint nicht zu wissen, was er sagen soll. Var Christian med eller inte med? Ja. Mm. Stod han på bryggan? Stod du på bryggan? Titta på mig. Nej, inte. Nej. Da deutet Sandberg an, dass Christian Streit mit Kevin gehabt hätte. Gjorde Christian någonting på Kevin också? Va? Gjorde han det? Mm. Vad gjorde han på Kevin Christian då? Das Band endet und es dauert eine Weile, bis wir begreifen, was wir gesehen haben. Robin ist 5. Seine Eltern sind bei dieser Befragung nicht dabei. Erst nach mehr als 40 Minuten greift einer der anderen Ermittler ein und stoppt Rolf Sandberg. Später am Tag wird Christian verhört. Christian bestreitet, auf dem Steg gewesen zu sein. Knapp einen Monat später werden Robin und Christian erneut befragt. 2 Tage nach der Vernehmung bittet Rolf Sandberg im Fernsehen um weitere Hinweise. Wir haben noch nicht alle Informationen aus Arvika. Wir wollen möglichst viel erfahren und dann auswerten, was uns weiterhilft. Alles, was die Ermittlung betrifft. Aber es kommen keine brauchbaren Hinweise.
Die Polizei in Arvika vernahm 9 Jungen zum Mord an Kevin. Sie holten die Jungen aus der Schule. Seit Kevins Tod ist 1 Monat vergangen. Rolf Sandberg geht in die Offensive und nimmt Schüler ins Visier. Besteht der Verdacht, dass eine oder mehrere der 9 Personen zur Tatzeit anwesend waren? So kann ich das nicht sagen. Das werden die Vernehmungen ergeben. Dann wird sich zeigen, ob sie eine Rolle gespielt haben. Die Polizei kommt offenbar zu dem Schluss, dass die meisten Jugendlichen nichts mit dem Mord zu tun haben. Nur die Befragungen von Marius und Matthias gehen weiter. Ich hatte das Gefühl, dass nur noch wir übrig waren. Sie übten mehr Druck auf uns aus. Sie hatten wohl keine anderen Spuren. Unter diesem Druck greift die Polizei zu illegalen Mitteln. Es ging so weit, dass verdeckte Ermittlungsmethoden eingesetzt wurden. Telefone wurden abgehört. Die Polizei hört Marius und Matthias ab. So will man Beweise finden, die bislang fehlen. Für uns war das gut. Denn es bewies, dass wir nichts wussten. Das Ergebnis bestätigt, Marius und Matthias haben mit dem Mord an Kevin nichts zu tun. Telefone von Minderjährigen abzuhören, ist in Schweden illegal. Der frühere Oberstaatsanwalt Anders Mannholm wurde vor dem Amtsgericht angeklagt. Die Verantwortlichen, der Staatsanwalt und ein Richter, werden später wegen Dienstvergehen verurteilt. Rolf Sandberg wird nicht angeklagt, denn über Abhörmaßnahmen entscheidet nicht die Polizei. 2 Monate sind seit Kevins Tod vergangen. Gegen die Hauptverdächtigen wird nicht mehr ermittelt. Doch Rolf Sandberg gibt nicht auf. Er zieht den Psychologen Sven Åke Kristiansson zu Rate. Dieser ist in den 90er Jahren in Schweden durch seine Erinnerungsforschung bekannt geworden. Jetzt wird er die Polizei im Fall Kevin H. beraten. Mit Kristianssons Hilfe werden Robin und Christian nun zu Hauptverdächtigen. Ich erhielt Videoaufnahmen und Verhörprotokolle. Anschließend telefonierten wir. Er konnte daraus entnehmen, dass sie mehr über den Fall wussten. Es dauerte 2,5 Monate. Es ist ungewöhnlich, Kinder so lange zu befragen. Aber es ist nötig, um die Kinder dazu zu bringen, sich einem so schwierigen Erlebnis zu nähern. Die Ermittlung tritt in eine neue Phase. Und setzt auf Methoden, die neu bei der Vernehmung von Kindern sind. Robin und Christian werden des Mordes verdächtigt. Obwohl Zeugen ausgesagt haben, dass sie am Abend von Kevins Tod nicht am Tatort gewesen sein können. Offenbar haben Christian und Robin ein Alibi.